The broadcast. Yeah, now we have a connection. So, ladies and gentlemen, sorry for the problems. We had no stream anymore after the breaks the stream. Okay, we are back, I hope so, and we have pictures and sound, and yeah. So, we wait now for reconnect the Affector client here from the broadcast PC, and then we hope we can show you the last 30 minutes here in this race. And yeah. So it's should Affector goes online. Then we, great. So, that works. Die Bild fehlt noch. Ja, ist klar. Wir müssen erstmal gucken, ob das hier funktioniert. So, we are back on track. So, and now, yeah, sorry for this delay. It was a running gag here, was 5 seconds. Up to we come back. It's a real 5 seconds for sim racing, okay? So, on my side, Kuba and Patrick, welcome back. Hello. Hi. So, and yeah, my special thanks to Kuba and Patrick, also for Ivan and Farhan for the broadcasting in the night in Spanish and English. So we have here international GT3 endurance multi-league, and so it's normal that we should have also comments in different languages, and yeah, so it's fine. And Kuba and Patrick have moderate the stream in the last hour in Polish, and now we won't try to do that in English and German, or we can, Patrick and Kuba, we can also doing in German and Polish if you want. I think we can speak in English to end. Okay. Yeah, it's fine. My English is legendary. And I hope we can do that. So we have a close situation here in the first positions in the first three teams. And I must check now the scoring page. And we see. I think the biggest fight is for ninth place at the moment. Yeah, we go that. I will show the first three positions first. And Notox is leading. Behind is 3Ride Motorsport on position 2 and KFZ Tile 24 Sim Racing Team 1 in position 3. And these three teams have a gap from 60 seconds. Notox is favorized for the victory here. But okay, we will go to position, what you mean? 9, 10, genau. Das ist the Affector position 8. So, I hope we are right now. Yeah. So. So, it's okay. Kuba and Patrick, I must go for
two or three minutes. no simulating minutes. Okay. I will be back in 2-3 minutes. Okay, no problem. To chyba my jeszcze po polsku trochę pokomentujemy. Może tak, może jeszcze dokończmy trochę to po polsku. Tutaj Kuba wspomniał o tej walce na 90. miejscu. Pół sekundy dzieli tych kierowców. I to jest chyba najbardziej zacięta walka w tym momencie. Tak, tutaj widzimy feeder z tyłu. Zdublowany, ale... No ale widać, że ci kierowcy już od czasu tej przerwy jeszcze wcześniej jadą tak jeden za drugim i tutaj nie mogło wielkiej różnicy zrobić. A tutaj właśnie mówiłeś o feederze, to Mati właśnie ostatnie kółko też całkiem niezłe pojechał, 2:18.631. Let's ask us to comment in English, so maybe we can try. No, I'm okay. Yeah, so I think there are no other fights at the track. There's a Cuirass in Motorsport AMR in the pits. Yeah. And C Motorsport too. I think it's the last visit in the pits. These guys. Yeah, none of the leaders pitted yet, so maybe they are trying to do the finish. And the Polish team, Sim Racing PL, it's two in the pit. Yeah, they are in 28th place. So you can see it. Yeah, few teams hit it now, so maybe they. It's a problem. I wonder if they got damage to the front of the car. You can't really see it. Fine. I hope he wasn't damaged a lot. And we've got also Row Sim Racers PRL1 in the pits, I think. Or I can show them. Oh, no, it's a problem. Escape press on disconnecting. Wow, that's gonna be interesting. Which place was it? They were in 8th place, I think. So I think they're gonna end up in... They press 14, escape and 7 minutes penalty now. Wow, and I've just noticed that Kevish Bogus from our Feeders for Poland team did 2:18.2. How did he do that? A few laps... time laps ago he do this. I didn't see it. So how long is the penalty for this team? We need to check it. It's 7:13, so they're not gonna lose 4 laps, it will be more like 3 laps. I think this team move back on the track on the 15 minutes to go. Something like that. Maybe closer. Yeah, so I think they'll end up in, it's hard to say, 12th place, maybe we'll see them in some time. But I don't understand, that was the damage or a problem with car? I have this no idea. Team? Just says escape press. We don't saw this, what happened. We don't saw any crashes.
Maybe they had some problem with connection, I don't know. Maybe. And it looks like this fight still goes on for it's still for 9th place, I think. Lutz, together in the pits? No. It's we Audi have a feeder in the pit, yeah. And Audi team, which was it? I think they pitted together. Oh yeah, it's this car which retired. So the Roll Sim Racer PRL1 pitted, and the Aquirus Sim Motorsport AMR 177 stayed out, so it will be interesting to see whether they can go to the end or not. Lutz said 2 minutes real time, but I think it's now a sim racing time. We can wait for it, that's no problem. Yes, I think so too. And we waiting for an Autox when they go to the pit. Last lap, 2 minutes 80 seconds and 2 tenths. He's still doing low. They are now in the box and it's last visit. And we waiting for a free white motorsport. Maybe they can't go to box. How? The leader. Let's see where the Notox team comes out. Whether they can keep the lead. Where is Tree Light? On the last chicane. I think they will keep the lead. They should do it. And they stay on the track, and we must wait for. Visit this team on the box, but maybe they have a fuel to the end, and that can be a very interesting situation. They're not gonna lead. Yes. Notox is coming out. Where are they now? There is three wide. On the second straight. Yeah. And Notox is already. That was gonna be close. Oh! Very short visit on the box. Just. And it's interesting situation now. Only 1 second gap. Yeah, a second more in the pit stop, and they would have been in second place. And we're waiting what happened in the next few lapses. Yeah, so as I said before, it's really irrelevant whether they pit or not because they're still in the lead. And the team from position 3 also pitted, so yes, where yes. are they? Yeah, here they are. So I think 3 white can pit, can also pit because they've got nothing to gain, really. So, what a day, what a race, what a whatever. Welcome back. Yeah, thank you. So, now we have the last pit stop here from Notox, I think so, is right? Yes. They're still in the lead. And now, no, it's not really. We have now yes, 1 second really. Gap between the first and second. Two. Yeah. And now, I'm. After 23 hours, and we have only 1 second gap between the first drivers. It's crazy. It's so crazy. 3 Wide Motorsports behind, Notox Racing, and both teams are have a gap from 1 second. Okay, 1.5 now, but it's really, really crazy. And that's No. On the boxes. Okay. Yeah. And everything is now clear. Yeah. Notox Racing are on the lead and. Yeah, then it's normal. I don't know. KFZ Tile 24 is behind 3 wide
1 minute, so it's possible that they pitted the three wide forms, lost I think. The second position. I don't know. But it depends how much fuel they put in the car, really. When I don't think they're gonna change the tires. Okay. Yeah, last year we had the situation also with Sebastian Ruin and Ronnie Hänel has lost the race in the last lap against Alex Piccolo from Ridgewood Racing, and the gap after race was 1 second. And how did they do that? Yeah, it was so crazy. And in this year, I hope for Sebastian and Ronnie that the victory is safe now after the pit stop. Very comfortable situation now. Yeah. I think they really deserve this win because they had so much problems during this race and still they're in the lead. Yeah. So I think there's fight for P24, 25. Yes, yeah. Very close. Yeah, go on these positions. You can do that. Okay. Yeah, it's it. Doesn't really look like a fight. No, that was a mistake, a live timing, I think. Yeah, no, it's a live timing is produced by the meters. Meters on the track. One car is on 5,000 meters behind the start line, the other 3,200, and if a car is on a common straight with high speed, and it's braking, then the gap is closer then, and in this moment the gap time will be lower, and after the curve, the next curve, if the first team accelerate, then the gap is higher then, and mm-hmm. So it's not real time from the cars. It's the meters is counting basic for the gaps. Uh huh. Looks like Mateusz Bogusz is still trying to beat the fastest lap of the race, but didn't quite manage it this time. Yes. But he's close. Close. 3/10 and maybe. So on position 9, we have 5 seconds from RML Racing to Independent Sim Racer 1. But they wasn't on the box, and maybe can be changed. Yeah. Laps. And did the Rogue Sim Racers PR1 come out? Or yeah, they are already on the track because they had the escape and they had the penalty. Yeah, button. This was a the engine was blowing. Oh, that's interesting. And, saw this. And there was a restart not that far ago, so how did they blow an engine? I think there's a car in position 5 in the pits now. Yes. Yes, curved set Tyler 24. For our English speaking friends, curved set Tyler in German is car parts, so 24 is an online market for how do you spell it? Can you repeat it? What? How do you spell it? It's a car set Tyler is parts for cars. Oh, you know? Yeah, because we were really wondering where did that name come from. Yeah. It's the online shop for to repair your car. You can
buy whatever brakes and all what you need for your car. Okay. I think the closest battle now is for the 8th place, I think. There's 5-second gap. Between which position? For 8th place. Okay. Oh, what's that? What's happened? A mistake on the last chicane? Yes, a yellow Nissan, I believe. Was it Ace Racing? Yeah. And that was a mistake. Spun on the entry on the pits. Yeah, it's Ace Racing on the bar. I believe it has tire blowing or suspension, I don't know. It looks strange. Oh. Oh, he overshot the pit stop. He missed his position, yeah. So I hope it he will... He must have some problem. Will be... He cannot even brake for the pit stop. Maybe tires. Yeah. I must go and support. Yeah, okay. So, it's 2.5 seconds now. It's battle for the 8th place. And... only I can show it, yeah, because the man in the 8th place is stuck behind the guy in 7th place, but he's losing a lap to him. Only 2.5 seconds gap. And there's Skype racing between them, I think, also. Oh, yes. McLaren. That's, I think, a very comfortable situation on the first three places. Yeah, only some big mistake from Triwhite Motorsport could change something. They've got 11 second gap to the third place. Yeah, so 54 seconds gap to the first car. And I think Notox win this race. And maybe KFZ Taylor 24 maybe will be fight about this second position. But yeah, that will be very hard. Fight for one corner. At the restart. So looks like not everyone pitted yet. There are some teams that stayed out. Maybe a lot of cars have this fuel to the end. Yeah, there is also an upgrade that can be bought, which larges up the fuel tank by 10%, so that can be pretty useful. You can have, for example, we've got 115 liters fuel tank, I think, in our Ferrari, so you can have 126 liters with that upgrade, and it can just help you to go to the end. Very bad lap, Ace Racing on the 21st position. On 20 position. I think they pitted, didn't they? Were you pitting? You're losing maybe 2-3 seconds on the exit on the pit, but... Yeah, but they had some problem with suspension on tire. Oh, maybe. So. So the gap is now a little bit bigger, it's 3.5 seconds, 9 to 8. Because now the car in position 9 is stuck in traffic and the car in position 8 is free. And I think there's
well, maybe not a battle, but a QRSC Motorsport AMR is pretty close to the Real Sim versus PR1 fight for 11th, 12th place. The gap is 5 seconds now, I think. Yes, no, I saw. But Road Sim Races, 2 very bad lap. 2 minutes, yeah, 43 seconds. That was mistake or another? It looks like they're fine now. Oh, a little bit wide. How do you make a mistake and lose more than 20 seconds? I don't know. I don't know what happened on this last lap. Maybe he was stuck in gravel or something, because I don't know what else it will be. The gap between 8 and 9 position, it's on the same level. Yeah, all time. Still 3.5 seconds. And Hermel Racing losing now some time. But they are only 4 minutes, 40 seconds to go. Well, looks like the lap record of Notox is safe, because Mateusz is now doing 2.19s, low to 19s, so I don't think maybe he can beat this lap. He don't have a lot of fuel on the car, and maybe save. Yeah, maybe he just gave up. Maybe he doesn't think he can do it. Maybe too. So we've got only 4 minutes left. So it should be. Where is the leader? Let's see. On the second sector. Yeah. So it will be 2 more laps or 3 more laps, I think. Yes, and I think Notox will be win this race. Very crazy race, because a lot of problems with server. And lots of restarts. 6 restarts, yes. And this Notox and Triwright were fighting for the lead at the beginning of the race, and the first or second at the end of the race. So nothing really changed there. I'm sad because Skype team lose this first position on the first half on the race. But they had very good times. Yeah, they had this accident during the restart at night, I think, and it's really gone for the wrong system. Maybe other time they can win, win the race. You back, and only 3 minutes left to go. Yeah, to go. Yeah, bad words. Yeah, 3 minutes, and I think it's collapse. Yeah. So, it's the leading car. Yes, Notox Racing. Yeah. Yeah. Okay. So I think this and another lap, and then the race is over. Yes, 2 laps to go. Yeah, and yeah, so I believe I'm happy if this race is done. Skype one is in the it's pit now. Yeah. So they must have had some accident. Very, very hard. But they had a lap, more than a lap gap to the car fans, so they should be fine. Yeah. It's Skype Racing 1? Yes, first car. Yeah. Okay. Very, oh, special dash here. Oh man. They pitted at the beginning of this last thing because they had some damage. Probably just didn't have the fuel to finish the race. So, is okay. It's the fourth position for Skype Racing. Okay, no changes. And Maciek, I think, what do you believe?
what say Magic now in the channel if he sees that he must make a splash and dash. They didn't lose a position, so I think that's fine for them. Okay. Yes, I think too. But Mateusz, Bogusz, don't give up. Next time, good luck to 18, to 10. Still, he's missing 2 tens. But he have one lap to go and over airbag. Please go to Notex for the last lap. It's the lap of the leader. Or for the leader. Yeah, so that's gonna be the last lap, yeah? I think we have no so closed gaps between the other cars, so we can show the leader. I think it's the honor for the leader that he is visible in the last lap complete. They really dominated this race. Okay, I am. So, Notex racing here in the lead of the 24 hours of Spa-Francorchamps, the last lap now, and it's after the very close final in the last year against Ridgewood Racing, Notex are. In last year was independent sim racer Ronnie Hene and Sebastian Roen. Sebastian has lost this race. So the first position in the last lap, and the gap was 1 second. And so I think after the many work for this series, for the preparing this race series here, and after the race in the last year, it's a very, very great moment for Sebastian and Ronnie and Sasha, and it's very great to see. Yes, now last sector to go, and we'll have the end of the race. Please, no disconnect, no mismatch anymore. No, I don't think so. Oh man. But that was a record, 6 times? Yeah, I believe. Oh. It's a car, right? Yeah. Very great. So, congratulations to Notox Racing Team 1. And all other will finish their race behind the leader. It's not needed to race again. And yeah, on the second position we should see, it's very great. It's the best moments of the 24-hour race. Nice donuts. It looks like there's some bug in lifetime because Chewite is dropping back. Ninth now? I don't see this team. They're 10th now, but they were in second place. Yeah, you can see them finishing the race now. Now 11. Yeah. No, Skype Racing Team on position 2. No, I think it's a problem with like timing. It's no problem. The problem is the problem. They finished first, before the second place guy. Yeah. If all cars have passed the finish line, the order of the ranking is correct then. At the moment, the teams will be listed in the position behind the leader. Not in the position of the race. On our first 3 cars, it's in good positions. Notox 3 wide and Cavz at Taylor. Yeah. Yeah, we say congratulations to the winning teams here. It's
Yeah, very great. It's very great after such race with many, many, many problems, restarts, whatever. The normal strategy was impossible, and it's great moment to see now the winning teams and all the other teams, and I hope we will hear from the teams then in the interview the impressions, and I hope we have a good time after race. Now we will let running our broadcast up to after the interviews. No Tox Racing wins the 24 hours of Spa-Francorchamps. Yeah, True White Motorsport also did a great job. They had some problems. I saw them at the beginning or in the middle of the race, and they really came back. Yeah. So, meine Damen und Herren, ganz kurz in Deutsch. Herzlichen Glückwunsch hier an Notox Racing vor Gewinn hier vor Triwide Motorsport und Kfz Teile 24 Sim Racing Team 1 oder 1. Ja, wir können nur sagen, es ist nach diesem vermaledeiten Rennen mit vielen, vielen Problemen und ja, Restarts, was auch immer, Mismatches, doch immer wieder ein fantastischer Moment. Das führende Team fängt jetzt die Fahrzeuge ein und ja, und sie fahren jetzt zusammen hier ihre Ehrenrunde dann in die Box. Patrick and Kuba, please, if you want, you can also comment the scenes in Polish now. Yeah, thanks. No, oczywiście gratulacje dla Notoxu po tych wszystkich problemach, to naprawdę i tak zdominowali ten wyścig, wygrali z praktycznie minutową przewagą, a tyle problemów, co oni mieli, to chyba nikt nie miał. Tak samo True White Motorsport też mieli dużo przygód i ładnie im się udało wrócić. Oczywiście na pewno restarty pomogły, ale tempo mieli niesamowite. Myślę, że KFC Tyle bardziej byli regularni, a nie mieli aż takiego tempa liderów, ale naprawdę byli regularni, nie popełniali błędów, a to też jest ważne w wyścigach dystansowych, więc gratulacje także dla nich. Miło chyba zobaczyć Skype'a. Dwa zespoły Skype'a w pierwszej szóstce. Dobry wyścig. Te zespoły punktujące polskie. Tak, Feeder na 14 miejscu. Udało się jakieś te punkciki małe zdobyć po tych problemach. Ale chyba myślę, że gratulacje należą się wszystkim, którzy zdołali ukończyć ten wyścig i nie stracić 100 okrążeń na przykład, bo to naprawdę przez noc i jechać kompletnie niewyspanym i zmęczonym, to jest jednak dosyć ciężkie. Tak, dokładnie. Okay. Gratulacje dla zwycięzców, dla wszystkich, co ukończyli wyścig. No i też podziękowania dla organizatorów, którzy zorganizowali ten cały wyścig i pilnowali porządku do samego końca. No, I will announce now the ranking for all teams. Notox Racing 1 wins this race. And on position 2, Triwide Motorsport. Position 3 for KFZ Teile 24 Sim Racing Team 1. Position 4, Skype Team Racing 1. KFZ Teile 24 Sim Racing Team 3 on position 5. On position 6, Team Skype Racing 2. Acura Sim Motorsport AMR 177 on position 7. Position 8, for Independent Sim Racer 1, and on position 9, the RML Racing Team 1. Position 10, LSF Racing. Position 11, Rover Sim Racers PRL 1, and position 12 for Acura Sim Motorsports. Independent Sim Racers 3 on position 13, position 14 for Feeder Sport Poland Team 1, Banzai Motorsports on position 15. On position 16 we have Wargrave GTR 30 Team Racing, Richwood
The winning team from the last year, 24 hours Spa-Francorchamps, on position 17. Position 18, R4R Motorsport, 19, Rover Sim Racers PRL2, position 20, Ace Racing GT Racing on position 21st, 22nd, R Factor Sim Motorsport, 23rd, RML Racing Team 2, 24, position 24, No Tox Racing 2, position 25 for Sim Motorsport AMG, WOUD Mighty Gaming on position 26. On 27, we have Virtual Endurance Racing, 28 for KRS SSR Motorsport, 29 for Independent Sim Racer Team 2, RML Racing Team 3 on position 30, 31st on position GR Motorsports, 32nd Martini Racing, 33 MSRF2 Motorsport, 34 Satellite Racing, and 35 Sim Racing PL Raceport. So congratulations to all teams here in this race, and I hope we see us in the next race. We in the 12 hours of Sebring, we will make now the interviews for the three winning teams here, and we will start in the German language. All three teams comes from Germany, and it's easier to use for me, and yeah, I don't know. So we will start with this third position with Kfz Teile 24, Jörg Vogel. I should switch him to this channel. So we will switch all other also. Jörg. Ich kann, es ist eigentlich zu wenig zu sagen, gratuliere oder Gratulation zu dem Erfolg. Ich weiß noch nicht mal, ob es für dich, für dein Team ein Erfolg ist oder ob ihr euch mehr ausgerechnet habt oder total überrascht seid, keine Ahnung. Auf alle Fälle hat dieses Rennen wirklich alles geboten, was man in einer Rennsimulation, glaube ich, erleben kann. Jörg, erstmal, wie ist das Feeling im Moment? Und ja. Ist es das, was ihr euch erhofft habt? Ist es mehr, ist es weniger? Ja, das Feeling ist gut. Der letzte Restart hat uns ein bisschen was gekostet. Ansonsten wäre es, glaube ich, enger geworden mit Freeride. Aber es ist auf jeden Fall das, was wir uns erhofft haben. Wir haben gesagt, Top 5. Wenn es geht, Top 3. Nach den Vorfällen gestern in den ersten 3 Stunden war eigentlich erstmal das Ziel, in die Top 5 zu kommen. Und hat auch super funktioniert. Wir kamen gut durchs Feld. Haben bei 2 Restarts ein bisschen profitiert, bei den anderen nicht so wirklich. Aber ansonsten, ja, das Rennen, es ist schwer zu beschreiben. Also es gab viele Höhen und Tiefen. Ich glaube, es gibt einige Punkte, die man noch ansetzen muss für Sebring, die besser gemacht werden müssen. Das betrifft jetzt hier nicht die Orga, das betrifft mal das Überrunden. Das war eine Katastrophe. Aber ansonsten war es ein faires Rennen, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind erstmal glücklich über den dritten Platz. Okay, das klingt schon mal ganz, ganz optimistisch. Ich bin momentan auf alle möglichen Antworten gefasst, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich ist es ja schon sehr schwer zu sehen, was hier alles passiert ist, und wir werden sicherlich einiges an Arbeit noch investieren müssen, keine Frage. Kommen wir zum zweiten Team, Threewide Motorsport. Ich weiß es nicht, Carsten ist, Quatsch, Carsten. Ja, doch, Carsten ist hier, ist auch, Marius ist auch da. Fangen wir mit Marius an. Ich glaube, Marius ist auch nach wie vor Teamchef. Marius, ja, an dich im Prinzip dieselben Fragen wie eben an Jörg. Ist es das? Hätte es mehr sein können? Und wie geht's euch jetzt? Ich kann nur das gleich weitergeben, wie schon der Jörg sagte. Sehr spannendes Rennen mit vielen Höhen und Tiefen.
Vor allem am Ende haben wir alle nochmal mitgezittert und wir wussten halt nicht, wie es ausgehen wird mit den Stops und wer dann vorne ist oder wie auch immer. Ja, durch die vier Mismatch ist halt ein bisschen Unruhe ins Rennen reingekommen. Aber man hat halt immer wieder gut ins Rennen reingefunden und von uns aus hat es eine Menge Spaß gemacht. Jetzt war es ja doch so, sag mal so, wann war euch eigentlich klar, jetzt ist die Sache zumindest fürs Podest geklärt? Ich meine, wir hatten ja relativ zeitig, oder was heißt relativ zeitig? Ich glaube, etliche Stunden vor Ende hatten wir noch drei, vier Teams, die innerhalb einer Runde waren. Dann waren es noch drei, nämlich ihr drei. Und dann wurde es jetzt zum Schluss nochmal wieder ein bisschen enger, das Ganze. Wann war euch klar, okay, fürs Podest reicht's auf alle Fälle, so jetzt hier nicht noch ganz wilde Sachen passieren, wie zum Beispiel Disconnects? Ja, das war eigentlich der letzte Mismatch, als wir dann halt den Fahrer nochmal gewechselt haben, der Carsten den Wagen nochmal übernommen hatte und wir dann halt wirklich, ich weiß nicht genau, ein oder zwei Runden auf Platz 4 Vorsprung hatten, dann war es halt eigentlich gegessen, außer es wäre irgendwas noch passiert, Ja, wie ja, ja. gesagt, Disconnect. So, und wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, Carsten, willst du auch noch irgendwie was loswerden? Dich bei deinen Eltern bedanken und allen, denen, die dir geholfen haben, hier an diesem Rennen teilzunehmen, oder? Ich be bedanke mich bei der Telekom, dass mein Traffic noch nicht durch ist. Okay, Und alles klar. beim Daniel Faber für die GoZell. Ja, Genau, genau, ja. beim Daniel Faber für die Lotzell. Alles klar. Gut. Nee, also wirklich großartig. Also ich bin, seid auch ihr, Peter und Carsten, seid ihr auch zufrieden? Also, ich sag mal, ich bin voll zufrieden. Ich denke, man muss jetzt einfach neidlos anerkennen, dass Notox unter normalen Bedingungen kaum zu schlagen ist. Und ja, Platz 2 ist dann ja logischerweise das Beste, was bei rauskommen kann. Und ja, sag, ich bin voll zufrieden. Also hätte eigentlich nicht besser laufen können. Peter? Ja, ich schließe mich an. Ich sag mal, die Anekdoten, ich sag mal, wir sind ja nun auch schon ewig hier dabei. Und ich sag mal, wenn man dann sieht, dass ein Carsten Will, Anekdoten? ja, das ist ein Carsten, das ist eine Anekdote, wenn hier die GoZell Anekdot? platzt. Ja, ist doch egal. Lass mich Egal. das doch sprechen, wie ich will. Ich komme hier aus Oberberg und ich spreche halt so, ne? Ja. Ich will nicht auf andere Sachen näher eingehen, die ihr so drauf habt, dialekttechnisch. Nur, ich sag mal, wenn man dann sieht, dass da jemand nachts um 10:30 60 Kilometer hin und 60 Kilometer zurück fährt, um noch weiter an dem Rennen teilnehmen zu können und sich eine neue GoZell besorgt von einem Teamkollegen, das ist schon krank und das ist wirklich krass und das macht so ein Rennen eigentlich doppelt so schön. Das ist richtig. Und wenn es dann auch noch am Ende belohnt wird mit Ja, einer guten genau. Position, dann ist es eigentlich auch okay. Ja, dann ist es auch schon nicht mehr verrückt. Genau. So, was bleibt uns? Was bleibt uns? Uns bleibt jetzt das siegreiche Team. Ich habe es vorhin schon, als Sebastian im Interview war, schon so ein bisschen angesprochen. Nach dem Trauma vom letzten Jahr, wo dann ja Sebastian meinte, das Trauma von 2008 wäre größer. Aber nichtsdestotrotz, er hatte es ja nur noch in Erinnerung, also muss es ja schon irgendwie auch noch präsent gewesen sein. Sebastian, herzlichen Glückwunsch auch an Sascha natürlich und vor allem an Ronny. Das waren ja wohl großartige Kilometer, großartige Stunden, die ihr hier gelaufen habt. Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen will, vielleicht Sebastian dann doch, weil er ist ja auch derjenige, der das Team so ein bisschen managt und macht und tut. Sebastian, Gratulation zu diesem Sieg. Ist das vom letzten Jahr jetzt gut oder ist das dieses Jahr was ganz anderes eigentlich? Ist es erstens was ganz anderes und wie ich das letzte Mal oder beim war das im Qualifying, wo wir darüber gesprochen hatten, wo ich gesagt habe, im Endeffekt war das abgehakt, dadurch, dass die Saison so erfolgreich gelaufen ist. Und naja, also das ist nicht mehr so schlimm. Da, wie gesagt, noch, da ärgere ich mich noch mehr über die Le Mans-Niederlage. Okay. Gab's mal abgesehen von eurem Disconnect und was sonst noch vorgefallen ist, irgendeine Situation, wo ihr gesagt habt, Scheiße, der Sieg ist weg?
Also ein Disconnect hatten wir gar nicht. Ach so? Das ist falsch. Wir mussten Escape drücken, nachdem wir Unfall, genau, also eine Rejoin-Penalty mussten wir nehmen von ein bisschen mehr als 9 Minuten. Nachdem wir ja die nach den ersten 3 oder 4 Stunden dann schon eigentlich souverän in Führung lagen, weil wir eben keine Probleme hatten bis dahin. Und es eigentlich alle anderen getroffen hat. Und als mir Sascha durchsagte, wie denn der Vorsprung ist, ich wollte es gar nicht glauben. Er sagte dann irgendwie eine Runde und 1 Minute. Und ich sagte, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas am Timing falsch sein. Ja, und es dauerte auch dann nicht lange danach und dann eben leider zur falschen Zeit am falschen Ort überhaupt gar keinen Vorwurf an SimRacing PL. Die wollten da mit Sicherheit genauso wenig stehen. Der Unfall war nicht vermeidbar und dadurch, dass das Rad ab war, blieb nichts anderes übrig, als Escape zu drücken. Ja. Und War das so eine Situation, wo er gesagt hat, okay, der Sieg ist erstmal hin, oder hat man da so gar nicht drüber nachgedacht? Also, dadurch, dass man man kann ja schon mit Restarts spekulieren, dass es dann natürlich so viele werden, das hat keiner von so viel, so gut oder so schlecht haben wir dann auch nicht spekuliert oder das wollten wir oder wollen wir generell natürlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass es eben leider immer wieder vorkommt. Und insofern war unsere Prämisse einfach, wir fahren unseren Speed weiter und versuchen, wenn es irgendwie geht, in eine Runde zurückzukommen. Und wenn dann sich eben ein Restart ergibt, dann kriegen wir quasi fast eine Runde geschenkt und das ist eben auch 2-mal passiert. Ansonsten glaube ich, wäre es schwer geworden. Ja, okay. Ja, man sieht es ja jetzt zum Schluss. Ich war kurzzeitig relativ verwirrt. Ich wusste nicht, dass Rewind nochmal in die Box kommen muss. Also das war dann schon jetzt irgendwie 10 Minuten vor Schluss dann doch etwas aufregend. Aber gut, es ist alles so gelaufen wie geplant und ich denke mal, ihr hattet den Sieg auch als Ziel, also für dieses Rennen. Und jetzt noch kurz die Frage, wie sieht's für Sebring aus? Ist es euer Track oder ist es eher mit gemischten Gefühlen? Sebastian, jetzt pass auf, was du sagst. Nee, ich wollte eigentlich nur gerade sagen, apropos krank, die Strecke lädt gerade hoch in den Sync. Okay, alles klar. Nee. Oh, da kannst du gleich losgehen. Ja, genau. Nee, also, das sind die, keine Ahnung. Also, wir wissen auch noch nicht mal, welche Version wir fahren, ob wir die Version nehmen, also die SR-Org-Version, die wir schon 2009 in einem Event gefahren sind. Ansonsten gibt es auch von Virtual LM. Ja, die sollten wir nehmen und die sollten wir auch haben. Also das sollte die Virtual Element sein. Die ist mit absoluter Sicherheit die beste. Ja, und gut. Ja. Müssen wir schauen. Also auch aufgrund der unterschiedlichen Physiken ist es nun mal wirklich so, die Performance ist sicherlich in etwa auf jeder Strecke gleich, aber es kann sich nun mal verschieben. Dass das eine oder andere Auto, was weiß ich, zum Beispiel die ganzen langsamen Ecken besser mag und davon gibt es in Spa nun mal nicht so viele, eher sehr viele schnelle Kurven und das muss man einfach auch abwarten. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde jetzt, Sebring zählt definitiv nicht zu einem der Kurse, die ich absolut nicht mag. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Rennen. Okay. Meine Lieben, es ist Zeit zu sagen, wir machen jetzt hier mal dicht. Wir alle sind irgendwie 30 Stunden auf dem Bein oder länger. Es gibt auch ein paar Schlaffis, die haben geschlafen, ich zum Beispiel. Und I will say a special thanks to the friends from Poland and from Spain for overtaking the broadcast for several hours, and it was very, very great. It was a very great help for me and for Christoph. I say thank you very much to Christoph Weber, who has saved my life in this morning. And to all teams, to all drivers,
Thank you very much for your trust, for your participating here in this league, in this championship, and you have a lot less problems in the next race. And yeah, so we see us. I say goodbye. All downloads, uploads, whatever we have here from Simulus TV, from the VCRs, from the race, we will upload in the next hours, I think, latest tomorrow. And so, yeah, thank you very much. And special thanks to Sebastian and Carsten for this great work, the preparing of this championship. And yeah, I think we see us in Sebring. Thank you for your trust.